Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen, hier zurück zu Strategic Command World War II World at War. Wir sind wieder am Start und schauen mal, was wir hier noch tun können. Ich muss es tatsächlich so ein bisschen zynisch sagen, ne? Es ist, Auchiwaya, okay. Es ist ein bisschen problematisch, was wir hier gerade eben erleben. Russland fällt. Und ey, das ist der Hammer, was wir hier für Damage kassieren. Ich hatte ja gesagt, dass wir es irgendwie noch hinbekommen müssen, so für 3 Runden noch mit Russland durchzuhalten. Inzwischen halte ich das für Science Fiction. Es wäre ein wahres Wunder, wenn wir diese 3 Runden hinbekämen, wenn ich mir jetzt angucke. Ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, ne, dass einige von euch ja der Meinung waren, ich hätte sogar noch Truppen hier wegpacken sollen, um sie bei nach Stalingrad zu schaffen. Die schiere Kraft, mit der Deutschland hier jetzt nach Russland rein pusht, zeigt mir eins, die Entwickler haben vergessen, den massiven Verschleiß im Winter 42 für die deutsche Armee zu berücksichtigen, weil da sind so viele Panzer, so viele Gerätschaften für die Deutschen einfach verloren gegangen, dass sie nach dem Winter im Grunde nackig auf dem Feld standen. Also die hatten einfach nicht mehr die nötige Ausrüstung, um den Russen letzten Endes ihr Widerstand zu leisten. Und das fehlt halt hier vollkommen. Also die Russen hauen hier halt echt richtig, richtig übel zu. Heiligsblechle. Aber auch hier bin ich gerade eben nochmal überrascht. Also die Russen hauen hier richtig, richtig übel zu. Entschuldigung, die Deutschen hauen gegen die Russen richtig, richtig übel zu. Und da wird einem halt echt schwindelig, ne? Das kannst du einfach nicht kontern. Das ist halt das große Problem. Da kommst du halt auch einfach mit dem technologischen Wandel nicht hinterher. Das hier sind übrigens Marines, also Special Units. Ich wusste nicht, das hat mir der Hobbygeneral selber noch gesagt, dass die längere Zeit ohne Versorgung auskommen können. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal diskutiert habe, aber ich wurde mal wieder von meinem eigenen Nichtwissen hier quasi hinters Licht geführt, indem ich halt schlicht und ergreifend einfach nicht wissen konnte, dass es hier tatsächlich zu einer Attacke in meinen Rücken kommen kann. So, was haben wir denn hier alles entdeckt? Wow, wie sinnbefreit. Marineflieger, ja, die werde ich garantiert nicht hierhin machen. Hier kann ich ihn aber auch nicht planen. Wisst ihr was? Ich sehe hier eine Option. Ich packe diesen Marineflieger dahin. Ich packe dieses Mal ausnahmsweise wirklich alles hier hin, so nach Portland. Und dieses Schiff dahin. So langsam aber sicher bauen wir jetzt hier wieder im Pazifik was auf. Schauen wir mal nach Afrika. Da sieht es ja momentan relativ interessant aus. Sind wir mal ehrlich, ich bin mal gespannt. Kann ich da bombardieren? Ich weiß es gerade eben nicht, aber ich gehe mal. Was, ich gehe mit meinem Flugzeugträger mal dahin und sage meinem Flugzeugträger, er soll mal hier bombardieren. Sieht eher nicht so aus. Also das Erste, was ich mache, ist ihm jetzt hier seine Deckung nehmen. Der hat hier keine. Oh, da kann ich aber Schaden machen. Das kam jetzt sehr überraschend. Nehmen wir gerne mit. Hier kann ich jetzt wahrscheinlich zuhauen. Der wird es nicht schaffen. Der könnte das schaffen. Na also, jetzt haben wir das hier genommen. Hey, mit dem komme ich überraschend weit. Ja, nice. Das machen wir gerne so. LOL, hat der Schaden genommen. Der ist ja fast schon komplett down. Den kann ich jetzt sogar noch ausschalten. Kann es der auch der hier? Mit Glück ja. Das war der italienische Kommandeur. Okay, hier kann ich auch nochmal Schaden machen. Das gefällt mir. Und hier kann ich auch nochmal Damage machen. Ja komm, das machen wir hier. Was machen wir denn jetzt mit dir?
Du bist hier angeschlagen. Gehst mal dahin. Die beiden tausche ich jetzt glatt mal. Dass der hier in Sicherheit steht. Wie komme ich jetzt an den da ran? Ich glaube, ich gehe dahin. Und dahin. Lol, jetzt kann ich nicht mehr angreifen. Das ist ja jetzt mal echt Pain. Okay, da fühle ich mich jetzt echt ein bisschen verarscht und ich hoffe zu Recht. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Du kannst hier jetzt um einen aufgefrischt werden. Nee, das ist es mir nicht wert, deswegen gehst du dahin. Der hier kommt nirgendwo hin, dem gebe ich mehr Mobilität und noch eine bessere Bewaffnung. Selbiges gilt für ihn hier. Und den hier auch verbessern. Dem fehlt noch die Infanteriewaffen. So, du gehst noch dahin. Kann ich euch noch austauschen? Nee, kann ich nicht. Okay. Gut. Jetzt stehen wir hier kurz davor, das hier zu nehmen. Aber ich kann es halt in dieser Runde noch nicht nehmen. 4, 3. Die werden jetzt hier richtig Probleme haben. Der ist jetzt schon runter auf 5. Kann ich irgendwie den hier nochmal eine mitgeben? Nicht so richtig. Was ist mit dem Bomber hier? Der kommt hier leider nirgendwo hin. Kann der jetzt hier noch was tun? Ey, das ist doch die blanke Verarsche. Jetzt habe ich dem extra noch Langstreckenflugzeug gegeben. Der kommt immer noch nicht hier hin. Ja, der würde da rankommen. Wow. Na gut. Dann ist es halt so. So, jetzt haben wir hier schon mal gebombt. Jetzt weiß ich, also ohne Witz, das Flugzeug hier ist völlig für den Arsch. Deswegen kann ich es auch darüber verlegen. Und ihn verlege ich auch noch mit darüber. Ansonsten sehen wir hier nicht besonders viele Optionen noch. Aber wenn ich das jetzt hier genommen habe, also sie haben jetzt schon keinen, weiß gar nicht, Versorgung 2, Versorgung 0. Ja, also ihr letzter Hafen ist gefallen, das war's. Die haben keine Versorgung mehr. Die haben eine Versorgung von 0. Die machen nichts mehr, Leute. Die Deutschen machen hier nichts mehr. Jetzt ist halt die große Frage. Will ich hier was tun? Aber ich habe leider, glaube ich, keinen Briten. Das ist meine schwere Artillerie. Das ist eine Armee. Das hier ist nochmal ein Korps vom Vereinigten Königreich, aber die brauchen immer noch ein halbes Jahrtausend, um irgendwo hinzukommen. Ja, du gehst da noch weiter runter. Und da. Gucken wir mal. Vereinigtes Königreich. Da muss ich ja ohnehin nochmal ein oder zwei Dinge tun. Wir sind immer noch hier dabei, hier ein paar wichtige Dinge zu forschen. Infanteriewaffen habe ich. Marinewaffen mache ich immer noch. Langstreckenflugzeuge. Wäre eigentlich immer noch eine Option. Da kann man noch so eine ganze Menge bei rausholen bei den Briten. Aber ich brauche natürlich auch noch Truppen. So, ich werde jetzt eine britische Armee ausbilden. Kaufen. Und da war mein Geld auch schon de facto weg. Diese Armeen sind echt teuer. So, jetzt gucke ich mal, ob ich hier nochmal was auffrischen kann. Das waren die Punkte. 16. Also die Briten sind jetzt de facto schon abgefrühstückt. Die sind jetzt schon abgefrühstückt. Kommt hier noch eigentlich irgendetwas über den Ozean geschippert? Im Moment nicht. Was mache ich mit dieser Artillerie? Die will ich eigentlich noch nicht anlanden, ne? Es wäre blöd, die jetzt schon anzulanden, weil dann müsste ich sie ja wieder in See stechen lassen. Das kostet dann wieder extra. Tja, jetzt gucken wir mal. Ich habe noch einen Recon. Und da irgendwo... Da ist ein Paratrooper, okay. Mal rausfinden, ob da irgendwo noch... Ah, da ist Feindkontakt. Da kommen wir aber nach wie vor nicht ran, weil es halt ein vermaledeiter Hafen ist. Hier würde ich keinen Erfolg haben. Ja, ein bisschen immerhin. Den hier kann ich leider nicht regenerieren.
Seine Versorgung ist runter auf 3. Ja, das Schiff hier kann einfach gerade nichts tun. Was mache ich mit der Strike Force? De facto kann ich... Aha. Wie witzig. Eigentlich wollte ich nur gucken, ob da ein Schiff ist. Und dann finde ich hier sowas. Okay, haben wir was versenkt? Haben wir was versenkt? Ich probiere mal mein Glück hier. Also, wie es aussieht, können meine Strike Forces Schaden anrichten. Okidoki. Ja, die U-Boote können es halt nicht. Ich stelle mich jetzt absichtlich hier so ein bisschen in den Weg. Weil ich glaube nämlich, dass der Drops hier weitgehend gelutscht ist. Oh, der hat gesessen. Der Raider hat ganz schön geschluckt. Der ist jetzt schon fast down. Die große Frage ist, ob ich noch irgendwie anders an die rankomme. Jetzt habe ich hier noch die Flugzeuge. Die aber komischerweise keinen Schaden machen können. Okay, dann gehen wir mal noch dahin mit meinen Flugzeugträgerlein hier. Yeah, dann haben wir den hier versenkt. Ausgezeichnet. Der hat noch eine Verschanzung. Kann ich da Schaden machen? Ja, kann ich. Hui, na also, das nützt denen ja gar nichts, dass die da drin sind. Das wusste ich noch gar nicht. Das ist neu für mich. Und sehr erheiternd. Aha, da entdecke ich doch glatt was. Da hat er tatsächlich noch ein paar Flugzeuge gelagert. Da hat er nix. Da hat er auch nix. Und das da oben ist schon die Türkei. Lol. Ich sehe jetzt erst, dass da ein Assault Ship steht. Mit Betonung auf Stand. Also da steht jetzt keins mehr. Faszinierend, ey. Okay. Also, ich bekomme hier anscheinend jetzt nochmal eine Chance im Mittelmeer. Warum auch immer er das getan hat, ich freue mich darüber, dass das jetzt hier auf jeden Fall nochmal eine Sache wird, mit der man arbeiten kann. Da ist nochmal eine richtige Strike Force. Aua. Ja, das war jetzt nicht so gut. Ich finde es immer so krass, dass die halt dann direkt Schaden bekommen, nur weil ich ranfahre. Was mache ich mit meinen Fliegerchen? Die Fliegerchen machen eigentlich jetzt schon nicht mehr viel. Die machen jetzt schon nicht mehr so viel. Kann ich hier angreifen und aufklären? Nö, aufklären ist nicht. Hier bekomme ich sogar Schaden. Die Moral von denen ist de facto völlig weg. Ich lasse sie trotzdem angreifen. Okay, also hier haben wir auf jeden Fall jetzt endlich Erfolg gehabt. Jetzt kommt halt... gehen wir weg von den schönen Dingen im Leben. Er lebt noch. Aber sagen wir es mal so, es ist kein gutes Leben. Natürlich regnet es wieder, ne? Es ist klar, dass es regnet, weil...
Wenn es nicht regnen würde, dann könnte ich ja meinen Scheiß hier einsetzen. Oh Mann, ey, ist das frustrierend. Ich kann ja gerade gar nichts mehr bewegen. Wirklich nichts. Ich kann nichts bewegen. Eieiei. Ich habe keinen Aktionspunkt mehr, das ist klar. Er hat noch einen Aktionspunkt. Was mache ich jetzt? Ich finde es immer noch ätzend, dass er da nicht reinlaufen kann. Er hat halt nur 2 von 3 Aktionspunkten, ne? Das ist halt mega nervig. Mhm. Der kontrolliert jetzt die alle hier. Das heißt, ich muss mit ihm jetzt auch weiter darüber. Der hier wird upgegradet. Der hier kann nur Luftwaffe bekommen. Der hier bleibt da auch so stehen. Der hier wird auch wieder hoch verbessert. Tja. Ich komme halt nirgendwo hin mit den Truppen. Kann ich seine Mobilität erhöhen? Nein, kann ich nicht. Ich kann ihn auch nur wieder reparieren. Ich finde es halt echt krass, ne? Ich kann nicht mal hier hinlaufen. Kann ich ihm noch machen? Luftabwehr. Ja, das will ich denen momentan noch nicht geben. Mir fehlen in China Bomber. Um irgendetwas tun zu können. Der will jetzt hier schon wieder durchlaufen, das sieht man. Wir fallen hier mal zurück. Komplett eingesperrt hier. Was ist mit dir? Bin ich immerhin schon mal wieder in meinem Land hier. Jetzt muss ich nur noch bis dahin kommen. Tja, Teheran-Truppe. Geh mal wieder hier hin. Okay, auf nach Russland. Weil hier sind wir auch schon wieder durch, ne? Auf den bin ich echt stolz. Der Junge, der hat was geleistet. Also er lebt noch. Das feiere ich gerade hart, ey. Lol, echt? Das ist der Bereich, in dem er sich bewegen kann? Ey, das ist doch echt ein blanker Hohn. Er fällt jetzt hier weiter zurück. Lässt sich jetzt hier nicht einfach so snacken. Okay, mein Gedanke ist jetzt hier der taktische Rückzug und das Aufgeben von Moskau, auch wenn ich es nicht gerne tue. Aber das ist das Einzige, was ich hier gerade eben sehe, was machbar wäre. Wie gesagt, wir spielen nach wie vor einfach auf Zeit. Du fällst dahin zurück, du fällst dahin zurück, du fällst da zurück. Geil, ich kann ihn sogar echt noch wegfahren. Das kommt mir fast wie ein Exploit vor. Ja, du gehst noch dahin. Das hat jetzt eine Menge gekostet, aber das war es mir wert. Ich will, dass sie hier noch ein bisschen fighten. Sie haben meine ganzen Panzer hier eingesperrt.
Nichts wird hier einem gegönnt, ey. Er greift hier auch schon gar nicht mehr an, ne? Darauf hat er schon gar keinen Bock mehr. Aber Russland ist... Ja, schaut euch mal diesen letzten Haufen von Russland an, ne? Russland ist de facto weg. Yeah! Ich habe eine Einheit besiegt. Eine japanische. Ich fühle mich gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also wir werden hier einfach dicht machen, wisst ihr. Das ist der Punkt, an dem wir es jetzt versuchen aufzuhalten. Da oben, das ist endloses Niemandsland. Was machen wir denn hier mit Russland noch? Ich bin hier noch am Forschen, aber sehr wenig am Forschen. Ich versuche jetzt hier noch zu produzieren. Einfach noch Truppen herzubekommen. Das war's, jetzt habe ich noch 44. Was ist alles noch in der Produktion? Nicht viel, diese zwei Armeen halt. Ich hätte das viel früher machen sollen. Das hätte wahrscheinlich eine Menge Probleme gelöst. Mit denen hier steche ich jetzt... Wir sind jetzt wieder in den USA, Freunde. Denen hier steche ich jetzt wieder in See. Wir machen hier einen Transport, der ist günstiger. Wie ihr seht. Selbiges Spielchen hier. Bin so naiv und sage, wir werden dann schon einen Hafen haben, wo wir sie anlanden können. Halt, komm her. Das ist halt nochmal eine richtig krasse Armeengruppe. Denen fehlt eigentlich nur der Befehlshaber, den ich aber hier auch schon produziere. Und nicht vergessen. Oh fuck, da ist ein Wolfpack. Ich ziehe mich jetzt hier mal ganz schnell wieder zurück. Wie er mich halt da gleich gefunden hat. Das finde ich echt krass. So, das hier ist auf jeden Fall der Befehlshaber, den ich jetzt hier da rausretten will. Ne? Einmal bitte darüber. Das war der Plan. Was haben wir hier noch? Eine Garnison. Hier ist nicht viel zu machen. Hier können wir vielleicht noch ein, zwei Dinge tun. Ist das mal... Ach, das ist ja mein Schiff. Lol. Ich dachte, das wäre der Gegner. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier einfach mich zurücklehnen soll. Ich glaube, wir werden mal hier wieder ein bisschen aktiver mit der Flotte. Ah, ich muss sie aber schon wieder upgraden. Oder besser gesagt, immer noch. Aus irgendeinem Grund behauptet das Spiel, ich könnte das und dann kann ich es doch nicht. Was mache ich mit dem Wolfpack? Ich weiß es nicht. Also meine Schiffe hier sind auf jeden Fall bereit, um hier nochmal einen Defensivschlag zu machen. Hier repariere ich das Schiff nochmal. Dann muss auch nochmal irgendwann mal Langstreckenflugzeug rein. Den Kollegen hier kann ich nochmal Infanteriewaffen auf 2 erhöhen. Und damit habe ich, glaube ich, alle regulären Truppen. Nein, nicht ganz. Den hier nicht. Aber den muss ich, glaube ich, ohnehin noch irgendwann mal machen. Okay, abgegradet. So, jetzt sind wir leider schon wieder fast am Ende. Ich kann jetzt hier nochmal gucken.
Aber hier wird nicht mehr so viel passieren. Das Schiff hier muss noch in einen Hafen. Hier weiß ich nach wie vor nicht, wo er sich versteckt hält. Wahrscheinlich hier in so einem. Nee, da ist er nicht. Er ist nicht in einem Fjord. Ist er hier vielleicht? Da ist er. Ja, das war nicht wirklich relevant. Sagen wir es mal, wie es ist. Es war nicht wirklich relevant. Gucken wir noch mal hier. Hier kann ich nichts machen. Da waren wir schon, waren wir schon. Sind wir auf dem Weg? Was ist mit dir hier? Dich kann ich aus irgendeinem Grund nicht verlegen. Also gar nicht. Was mich nach wie vor wundert. Die haben sich den Alliierten angeschlossen. Ich habe noch 127 Punkte hier. Was mir nochmal ermöglicht, Industrietechnologie hier zu pushen. In den USA, Forschung läuft schon ziemlich stark, kann aber noch um einen Punkt. Wobei, nee, ich muss mit den USA jetzt anfangen zu pumpen. Ich muss pumpen. Und zwar nehme ich, warte mal, man könnte ja nochmal Fallschirmspringer nehmen. Mal jetzt hier ein Fallschirmspringer. Oder sogar zwei. Ich nehme zwei Fallschirmspringer der Amerikaner. Jetzt habe ich nur noch 11 Punkte. Die Franzosen haben 208 Punkte und wissen nicht, wohin damit. Okay, Freunde. Ich glaube, das war's dann auch schon wieder. Russland bricht in sich zusammen. Wir versuchen auf Zeit zu spielen. Dafür ist das jetzt hier gleich gewonnen. Das könnte tatsächlich in einem Turn hier weitgehend entschieden sein. Wenn die jetzt hier hoffentlich Verschleiß bekommen, dann sind die erledigt. Dann kann ich die Truppen hier schnell wieder hochregenerieren und die Invasion von Italien vorbereiten. Die ich im Grunde ja jetzt hier mehr oder weniger schon darstelle, indem ich seine Schiffe jetzt hier schon attackiere. Es bleibt allerdings natürlich ein bisschen auch das Thema Glück. Leider habe ich keinen Schaden gemacht. Ja, die Raider und so, die machen da nicht genug. Aber egal. Gut, ich glaube, wir sind durch. Ich gucke gerade eben nochmal alles geistig durch, aber. Ja, das war's. Wir geben ab und hoffen auf das Beste. So, ja, die haben Nachschubmangel. Geil. Natürlich, meine haben Nachschubmangel. Auf jeden Fall. Wir mobilisieren unsere Heimatverteidigung, weil wir das Schiff jetzt hier sehen. Partisanen in der Mandschurei, na also. Und kommunistische Partisanen. Handels. Oh, jetzt. Ja, die blockieren mich jetzt hier. Autsch. So, wir steuern jetzt hier auf amphibische Kriegsführung zu. Produktionstechnologie. UdSSR hat jetzt endlich Infanteriewaffen 2 und Panzerstufe 3. Das werden wir allerdings nicht mehr erleben. Artilleriewaffen Stufe 1, genauso wie auch Luftkriegsstufe 1. Ja, Infanteriestufe 1. Das ist völlig sinnlos in der UdSSR. Das Thema ist durch. Ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss und Ade.